Hier sind wir, Herr Kanzler, in der Höhle der Lasterhaftigkeit. Wie entsetzlich! Mein Vaterland vergibt mir! Wie charmant! Exzellenz, ich war noch nie so bewegt seit meiner Erstkommunion. Warum ist Graf Danilowitsch meiner Aufforderung nicht nachgekommen? So musste ich jetzt selbst in diesen Markt der Sinnesfreude, in diese Voliere der Lust mich begeben. Wie entsetzlich! Wie entsetzlich! Wie entsetzlich charmant! Wie machen wir es, Graf Danilowitsch von diesen Versuchungen fernzuhalten? Diese Versuchungen, die ich selbst total verabscheue, obwohl ein Versuch, Herr Niegusch. Kann der liebe Sünde sein, Exzellenz? Herr Niegusch, Sie haben eine Vorliebe für Frauen. Naja, man kann sich dran gewöhnen. Ist das nicht toll? Toll, toll, toll. Und gerade heute Abend bin ich besonders unternehmungslustig. Exzellenz, seht euch diese Frauen an. Dankeschön. Ja. Mein Hut. Diese Augen, diese Schultern. Diese Waden. Diese Augen. Dieses Ganze. Vom Übrigen gar nicht zu sprechen. Och, Exzellenz, meine Ehrenhaftigkeit nimmt rapide ab. Meine Prinzipien krachen in sich zusammen. Ich hoffe, meine diplomatische Unantastbarkeit hindert die Damen nicht daran, mich anzutasten. Und seine Exzellenz haben eine gewaltige Tastatur. Und inmitten... Ist aber besonders schön. Inmitten dieser Frauen, dieser Blumen, dieser Düfte fühle ich mich wie ein Schmetterling. Schmetterlingen wir, mein Lieber. Lassen Sie uns Schmetterlingen. Und mit Gold
Begeisterung. Exzellenz, ich habe in uns geangelt. Ich muss schon sagen, Herr Graf, Ihr Benehmen grenzt an Hochverrat. Ich könnte Sie verhaften lassen. Und laut Paragraf 5421 Absatz 2 minus 3, 4 römisch 9 wird Hochverrat mit dem Tode bestraft. Meine Damen, ich danke Ihnen für Ihre Respektlosigkeit, denn ich muss mich jetzt mit diesem Herrn unterhalten. Lassen Sie uns allein. Herr Graf, ich habe so schnell wie möglich nach Ihnen schicken lassen, da sofort nach Ihrem Abgang ich an 100.000 Symptomen abgelesen habe, dass Sie für Hanna Glavary eine Mischung von Wut, Hass, Entnervung, ja sogar Abscheu empfinden. Kurz, es handelt sich um Liebe. Aber ich liebe Sie nicht. Hier sind die Frauen, die ich liebe. Hier! Meine Damen, Sie folgen uns bis hierher. Oh, ich wollte diesen unterhaltlichen Ort einmal selbst sehen. Es ist ein wenig gewagt, aber doch sehr gemütlich, nicht wahr? Das sind Sie ja, meine Liebe. Aber ja doch. Erinnern Sie sich, die Frau muss stets ihrem Mann folgen. Und der Mann muss den Frauen folgen. muss seiner Frau folgen. Wie kann ich es nur anstellen, um mit ihm allein zu bleiben? Garçon? Madame. Finden Sie ein Mittel, um alle Menschen hier loszuwerden? Ich habe da eine Idee. Meine Damen und meine Herren, die Überraschung. Der König von nirgendwo, draußen auf der Terrasse. Dün, 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 dün. Madame, ich bin sehr froh, dass der Zufall es erlaubt, dass wir hier alleine bleiben können. Ein außergewöhnliches Zufall. Ach, Hanna. Setz dich doch. In Ordnung, aber du auch. In Ordnung. Okay, tell me. Ich verbiete dir, Herrn von Roussillon zu heiraten. Du verbietest es mir? In wessen Namen? In deinem? Im Namen des Vaterlandes. Ich verstehe. Ihre 50 Millionen müssen im Lande bleiben, sonst ist es pleite. Das ist mir völlig gleichgültig. Was? Die Leiden des Vaterlandes sind dir egal? Du verstehst nicht, was es für dich im Augenblick empfindet. Es hat versucht, dich zu vergessen, aber es konnte nicht. Es hat versucht, sich zu trösten mit anderen Frauen, aber das konnte es auch nicht. Es konnte einfach nicht. Sag, du sprichst immer noch vom Vaterland? Natürlich. Oh ja. Von wem soll ich sonst sprechen? Hanna, sag mir bitte. Das Rendezvous im Pavillon. Ah, welcher Pavillon? Du warst doch eingesperrt im Pavillon mit Herrn von Roussillon. Oh ja, ja, ich war eingesperrt, aber nicht als Frau. Was? Als was denn? Als Doppelbesetzung. Wie bitte? Ja, um eine Freundin zu retten und so ihren Ehemann abzulenken, der betrogen wurde, als er sah, dass er betrogen wurde und sie ihn eigentlich gar nicht betrügen wollte. Was? Das hast du gemacht? Und das sagst du mir erst jetzt? Und ich bin grün und blau geworden vor Gift und Galle. Oh. Ja, Hanna, dann ist ja nichts mehr zwischen uns. Nein. Doch, 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 doch. 50 Millionen. Thank you.
Stimmen schweigen, Flüstern geigen, meine Herren, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe mich geirrt. Der König ist auf dieser Seite. Der König! Halt! Exzellenz, ich habe große Neuigkeiten. Frau Glavary heiratet Herrn von Roussillon nicht! Herr Graf, ich ringe um Worte. Ich finde sie nicht. Erachten Sie sie als ausgesprochen. Perfekt, aber nach dem Zwischenfall im Pavillon. Frau Glaber war ja nur eingesperrt im Pavillon, weil Sie eine andere Dame ersetzt haben. Eine Verheiratete. Eine Verheiratete? Ja. Wer ist diese verheiratete Dame? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, es war meine Frau. Ich, alter Trottel. Alt sind Sie nicht. Sehen Sie, meine Liebe, meine Raffinesse hat gesiegt. Frau Glavary muss nicht mehr heiraten. Wenn das so ist, dann lasse ich mich wieder auf die Liste setzen. Ich stehe schon drauf. Das ist noch nicht alles. Ich habe gehört, dass sie sich geopfert hat aus Hingabe für eine Freundin. Aber wer ist diese Freundin? Ja, das ist eben die Frage. Das müssen wir herausbekommen. Ich habe den König von nirgendwo nicht gefunden. Was ist denn mit Ihnen los, Negus? Mir ist heiß, mir ist so heiß. Ich habe da draußen alle gefragt. Da haben die mir gesagt, der ist nirgendwo. Da habe ich gesagt, nein, der heißt doch nur nirgendwo. Der ist bestimmt irgendwo, der König von nirgendwo. Aber wo? Da
Da denke ich mir, in Jägers rote Kappe gehst du links, im Zweifel links, ja, laufe um die ganze Welt herum und komme genau dort an, wo ich losgegangen bin. Irgendwo im Nirgendwo. Und der König weiß nicht wo. Aber es ist mir egal, ich belüfte mich. Womit? Womit, Mirko? Da fragst du mich, womit? Worum geht's denn hier den ganzen Abend? Wir drehen es doch seit 2 Stunden im Kreis oder sind schon 3? Wo ist der Fächer? Wer hat den Fächer? Wer steht mit dem Fächer? Wer geht mit dem Fächer? Der Fächer hier, der Fächer da, dann ist der Fächer weg. Na klar, es muss ja auch sein, schlacht sonst kein Schwein. Dann findet er sich an, der Fächer, der Dumme ist der Mann, der Rächer. Und ein Fächer ohne Rächer ist ein Rächer ohne Fächer. Und ein Rächer ohne Fächer ist ein Käse ohne Löcher. Pardon, ich fächle mir Luft zu mit dem Fächer aus dem Pavillon. Geben Sie her, Sie alter Zecher. Aber nein, doch nicht mit dem, was Ihre Frau darauf geschrieben hat. Meine Frau? Du hast... Nein, ich wollte nur, ich hatte... Unnütz! Ich lasse mich scheiden! Oh. Ich verstoße dich! Oh. Ich breche! Oh. Ich massakriere die Bindungen, die uns aneinander gekettet haben! Oh. Ich bin frei, liebe gnädige Frau! Ich bin frei, ich lasse mich scheiden, ich bin noch jung, zumindest jünger als Johannes Esters. Und im Namen des Vaterlandes bitte ich Sie um Ihre Hand. Oh, Exzellenz, bevor ich Ihnen antworte, muss ich Ihnen sagen, dass Sie Ihrem Vaterland nichts Gutes tun. Denn im Testament meines verstorbenen Gatten steht geschrieben, dass ich mein gesamtes Vermögen verliere, wenn ich noch einmal heirate. Was? Gut. Ich bin ein Gentleman, Madame. Unter für Sie so unglücklichen Umständen heirate ich Sie natürlich nicht. Ein äußerst feines Verhalten. Ein wahrer Gentleman. Also, Anna, du hast dann überhaupt kein Geld? Nein, ich bin ganz blank. Anna, oh, ich habe geschworen, es nie auf Deutsch zu sagen. Anna, I love you. Wie, Sie verheiraten sich ohne Geld? Mein Herr... Sie waren wirklich nicht zum Diplomaten bestimmt. Oh, das ist nicht schlimm, dass ich arm bin, denn er ist sehr reich. Was? Des Weiteren steht im Testament meines verstorbenen Mannes, dass mein gesamtes Vermögen meinem zukünftigen Ehemann zufällt. Das hat er vertestamentisiert? Das hat er. I love you. Man muss seinen Schicksal fügen. Hanna, wir werden reich sein, aber sehr glücklich. Yes. Und was Sie betrifft, ja, gnädige Frau. Aber so liest doch das Kleingedruckte auf diesem Fächer. Leider, ich bin eine anständige Frau. Das habe ich nicht gewusst. Verzeihung. Du bleibst mein altes Dummerchen. Was für ein schlimmes Wort. Oh, diese Frauen. Oh, diese Frauen. Das Studium der Weiber ist schwer. Gibt uns Männer von heute noch her. Wie man kennt doch an Ziele und Wein. Man sagt mal, hey, 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 hey. Mit den Zahn, mit den Hand und mit Stein.